In den ersten 11 Monaten des Jahres 2017 erfasste die Polizei Duisburg etwa 1700 Fälle von Gewaltkriminalität. Auch eines der Mädchen soll wenig später Opfer einer Straftat werden. Ich freue mich riesig morgen auf den Wettkampf. Das wird klasse. Wir haben so viel trainiert. Ja, schon gut laufen. Dieses Jahr, das wird mein Jahr. Ja, ich weiß, das ist klasse. Du, ich muss jetzt schnell los. Ja, ich freue mich später aufs Training. Ja, auf jeden Fall. Bis morgen, ne? Jo, tschüss. Tschüss. Ich steh an deine Knopf. Lass mich bitte los! Nein. Ah. Du Schlampe! Hier, Martina, beste Idee, ne? Ja, ne? Die Jacke kaufen wir uns zusammen. Ich finde auch, das ist auch cool. Ja. Man muss mal ganz ehrlich sagen, passt die Waffe, genau. Die Waffe drunter, ne? Aber in zwei verschiedenen Farben, ne? Ja, nicht hier die natürlich. Gleiche Farbe. Und dann gehen wir mal zusammen am besten los, ne? Dass wir uns die beide holen. Hallo. Ich wurde angegriffen. Wo, ich wurde überfallen. Also, hier vorne an der Straße. Oh, brauchen Sie einen Krankenwagen? Ich weiß nicht. Einen Moment, ganz ruhig. Sie sind genau richtig. Ja, wir sind hier bei der Wir sind von der Kriminalpolizei. Ganz ruhig. Okay. Einfach dranhalten, noch irgendwo anders verletzt. Ich weiß nicht. Okay, wie viele Täter? Nur einer. Einer? Okay, und ist es weit weg? Hier links die Straße runter. Okay, gut. Kommen Sie, wir gehen mal hoch. Okay. Wir sagen mal dem Kollegen, dass er da mal guckt. Die Leistungsschwimmerin berichtet Kriminalkommissarin Martina Jonassen und Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg vom Angriff. Da der Täter kein Geld wollte, vermuten die Beamtinnen einen privaten Bezug. Definitiv muss da jemand sein, der gegen sie was hat. Ich finde auch, also, oder? Das hört sich doch so an. Einfach mal nach. Was ist in der letzten Zeit passiert? Gab's Streit? Also eine Person, aber die Person kenne ich jetzt auch nicht wirklich gut. Ich habe mir vor kurzem halt eine Wohnung angeschaut und da war halt noch ein Bewerber, der hieß Dennis. Und er war sehr darüber verärgert, dass ich die Wohnung bekommen habe. Hat mich auch sehr beleidigt und ist sehr ausfallend geworden. Und das ist Bergstraße 39, das ist die Wohnung, in der ich jetzt wohne. Mhm. Und gab es da eine Vermittlung, eine Hausverwaltung? Das ist die Duisburger Hausverwaltung Genossenschaft. Da mussten Sie ja auch Ihre Personalien, alle Personen, die da hinkommen, müssen Ihre Personalien. Genau. Ja, da dürften wir ja jemanden finden. Und da könnten Sie jetzt irgendwie einen Zusammenhang sehen. Weil er sie beleidigt hat und... Was anderes würde mir jetzt nicht so schnell einfallen, also... Haben Sie einen Freund? Nein, das nicht. Ex-Freund? Auch nicht. Nein. Irgendwie eine neidische Freundin? Nee. Die irgendjemand beauftragt? Keine Feinde. Ja, ich meine, wenn Sie so gut im Schwimmen sind, ne? Und Sie sehen auch gut aus? Tolles Team, also wir verstehen uns eigentlich alle ganz gut im Team. Ihr wisst was? Ist so richtig Leistungsschwimmen, also schon ein bisschen höheres Level. Auf jeden Fall, ja. Weißt du was, wir rufen einfach an und fragen mal, wer das ist. Über die Wohnungsgesellschaft gelingt es Kriminalkommissarin Martina Jonassen, den aggressiven Mitbewerber der Wohnung ausfindig zu machen. Da er als einziger Tatverdächtiger gilt, wird er umgehend zur Vernehmung auf die Wache bestellt. Wir haben hier eine junge Dame, die wurde überfallen. Der wurde richtig übel mitgespielt. Okay. Und die ist auch erst seit 3 Wochen überhaupt hier in Duisburg. Ja. Und die blutet und sie hat hier noch niemanden, den sie großartig kennt, keine Feinde, nichts. Und sie sind der Einzige, der ihr eingefallen ist, der in Frage kommt. Ich hatte in den letzten Tagen kein Date. Tut mir leid. Nee, ein Date war es nun nicht wirklich. Sie hatten eine Wohnungsbesichtigung gemeinsam mit ihr. In der Bergstraße Nummer 39, erinnern Sie sich? Ja. 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 Okay. Und sie sagt, sie waren ziemlich ausfallend, sie haben sie beschimpft und ziemlich aggressiv zu ihr und sie sind der Einzige, der ihr halt einfällt. Ja, also, tut mir leid, aber das, also, zuerst nimmt die mir meine Wohnung weg, die kurz vor knapp war, die, also. Ja. Und jetzt werde ich noch verdächtig, der Dame was getan zu haben. Also so langsam könnte ich ja... Hören Sie mal, da fällt mir nichts mehr ein. Was fällt der denn ein, mich da zu verdächtigen? Weil Sie der Einzige sind, der ein Motiv haben könnte. Ja, warum bin ich der Einzige, weil ich Sie da gesagt habe? Sie haben mir mit Ihrem Blondinenbonus schon die Wohnung weggeschnappt. Wo waren Sie denn heute? Heute Vormittag, vor ungefähr anderthalb Stunden. Ja, in Ihrer neuen Wohnung. Ja. Genau. Hat sie da jemand gesehen? Ja, wahrscheinlich der Vermieter.
der mit mir den Mietvertrag unterschrieben hat. Das geht auch anders, das braucht man hier nicht so hinschmeißen, ne? Ja, tut mir leid, aber ich bin ein bisschen genervt, weil ich würde gerne arbeiten. Ja, ich bin vielleicht jetzt auch langsam genervt. Martina Jonassen lässt das Alibi des jungen Mannes prüfen. Dabei stellt sich heraus, dass er die Wahrheit sagt und als Tatverdächtiger ausscheidet. Als die Beamtinnen dem Opfer das Ermittlungsergebnis mitteilen wollen, befindet sich die Schwimmerin bereits wieder bei der Planung ihres Wettkampfes. Hallo. Ich stehe auch ein bisschen unter Schock, aber ich werde auf jeden Fall morgen am Wettkampf teilnehmen. Also das werde ich auf jeden Fall. Die Chance lasse ich mir nicht entgehen. Dazu bin ich viel zu gut vorbereitet dieses Jahr. Ja. Ja, Sarah, ich melde mich sonst einfach später nochmal bei dir, ja? Okay, bis später. Tschüss. Kommen Sie gerade nochmal mit? Ja. Aufgrund des mitgehörten Telefonats erhärtet sich der Verdacht der Ermittlerinnen, dass der Täter das Mädchen verletzen wollte, damit es nicht am Wettkampf teilnehmen kann. Also ich habe natürlich jetzt erstmal ein ziemlich mulmiges Gefühl, nach Hause zu gehen. Ich hoffe einfach nur, dass die Polizei irgendwas feststellen kann und den Täter ermitteln kann. Ja. Und das wollen wir natürlich auch und deswegen lässt uns der Gedanke nicht los, dass das irgendwas mit dem Schwimmtraining, mit irgendwelcher Konkurrenz zu tun haben könnte. Ne? Ja, okay. Dass da jemand neidisch ist. Also da ist auf jeden Fall, also wir würden es jetzt mal sagen, Missgunst. Ne? Da möchte einer sie heute ausschalten, dass sie morgen nicht teilnehmen können. Also das ist für uns irgendwie, ja, auf jeden Fall die Richtung, die wir jetzt gehen möchten. Und wir haben den Vorschlag an Sie, dass wir uns heute mit Ihnen in dieses Training begeben. Ich würde jetzt mich auch in meine Badekleidung werfen und mit Ihnen dann dort mal auftauchen. Als, wir können es ausmachen als gute Freundin. Cousine. Oder Cousine, Tante, Cousine, genau. Cousine ist ja ganz gut. Ja. Die Kollegin ist natürlich im Hintergrund. Dann werden wir einfach mal beobachten. Weil wenn sich da nichts ergibt heute, ne, es wird ja auch jemand verwundert sein, dass Sie nach so einem Vorfall heute ins Training gehen. Mhm. Und der Täter könnte ja dort sein und würde Sie eigentlich gar nicht dort erwarten, weil Sie ja so verschreckt wären. Aber Sie sind ja wirklich mutig und tapfer, deswegen würden wir das so machen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, doch, damit bin ich einverstanden. Weil was anderes haben wir im Moment nicht und dann probieren wir das einfach mal. Da der erste Angriff auf die Leistungsschwimmerin gescheitert ist, fürchten die Beamtinnen, dass der Angreifer noch einmal zuschlagen könnte. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg will den Täter ausfindig machen und begleitet das Mädchen daher undercover zum Schwimmtraining. Als ihre angebliche Cousine. Alles gut. Bei mir bleiben, nicht hektisch werden und wirklich so tun, als wäre das wie immer. Ne? Okay. Auch nichts anmerken lassen. Wenn der Täter wirklich da sein sollte, dann wird er sich sowieso wundern, warum Sie jetzt schon wieder ins Training kommen. Ne? Ist ja nicht so lange her. Okay. Funkgerät habe ich. Du hab auch? Ich auch, genau. Okay. Passiert ja oft, dass man sich das nicht wirklich vorstellen kann, dass da was passiert. Aber wir haben da schon so ein paar Erfahrungen gemacht. Insofern, wir gucken einfach mal. Ne? Wir haben uns in diesem Fall hier dazu entschlossen, eine Art Undercover-Einsatz durchzuführen. Das heißt, ich bin mit der Geschädigten zusammen ins Schwimmbad gegangen, um sie zu begleiten und vielleicht auch den Täter zu stellen. Da hatten wir ja auch eigentlich einige Möglichkeiten hier, ne, die wir nutzen konnten. Ja. Genau, meine Kollegin hat die ganze Zeit eine Tasche mit sich geführt, wo eine Kamera verstaut war, wodurch man alles beobachten kann. Ich saß zeitgleich dabei und habe sie beobachtet, sodass auch ich alles gesehen habe. Hallo. Hi. Sarah hat mir das gerade erzählt und ich bin so schockiert. Alles gut bei dir? Hi. Hallo. Hi. Mindy. Hallo. Ich habe Lara heute mitgebracht. Die schaut heute ein bisschen zu, aber mir geht es schon auf jeden Fall viel besser. Okay. Ja, dann kann der Tag morgen kommen, ne? Okay. Dann gehen wir. Ja. Ciao. Antje, ich gehe mal gerade auf die Toilette, ja? Ja, ist okay. Bis gleich. Klar!
Bei dem Angreifer handelt es sich um den Freund einer Schwimmkameradin. Diese gibt sich aber völlig perplex, als sie ihren festgesetzten Lover sieht. Doch Polizistin Lara Grünberg kann das Mädchen überführen. Also ich kann Ihnen eins sagen, ich habe das eben alles mitbekommen. Ne? Und außerdem habe ich hier eine Kamera in meiner Tasche. Wir sind von der Kriminalpolizei. Und wie Sie ja mit Sicherheit wissen, wurde hier die junge Frau wurde heute Morgen überfallen. Und so wie das ausschaut, von einer Person, die genauso aussieht wie Sie. Ich würde nämlich du hast mich vollkommen unter Druck gesetzt. Ja, sicher. Was? Du hast mich... Ich wollte unbedingt, dass ich gewinne und meinte, ihm wäre jedes Mittelrecht. Du hast... Hallo? Wer hat alles gehabt von mir? Oh mein Gott. Ich meine keine Tatsachen. Sie ist meine Freundin, sie hat die ganze Zeit geheult und ich schaff das nicht und blub, blub, blub. Und sie hat mich unter Druck gesetzt, dass ich ihr den Arm breche. Ich sollte ihr den Arm brechen, damit sie nicht antreten kann. Sarah, ich glaub das jetzt nicht. Das ist aber jetzt nicht ihr Ernst. Ach, raus mit der Strafe. Von wegen Freundin. Hier, cool, ey, bleib ruhig, bleib ruhig, Mann. Ja. Aus Missgunst hier mit Maske, haben sie die Maske von Freundin geschüttelt, um hier die junge Dame zu überfallen, dass sie morgen nicht beim Wettkampf teilnehmen kann. Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg lag mit ihrem Verdacht von Anfang an richtig. Aus Angst, nicht mehr die Nummer 1 zu sein, sollte die Konkurrentin verletzt und wettkampfunfähig gemacht werden. Ich bin einfach sprachlos, also ich verstehe gar nichts mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich bin auch so ein bisschen baff, dass wir jetzt hier zwei Täter gefunden haben. Ja, und sag mal, gibt's das öfters, dass also so wegen sportlicher Konkurrenz Leute richtig verletzt werden? Also ich kann mir das schon vorstellen, es ist natürlich ganz klar, wenn jemand sehr erfolgreich ist und irgendwas gut kann, dass da andere Leute missgünstig sind. In diesem Fall ist es ja bestätigt. Nur was ich jetzt überhaupt nicht gedacht hätte, dass wir hier einen Täter finden und dann auch eine Täterin und dass sich hier das Ganze so auflöst. Aber es ist noch gut gegangen. Ne? Ja. Und ich denke mal, morgen können Sie den Wettkampf, ich denke mal, erfolgreich absolvieren. Ja, ja, auf jeden Da wünsche ich Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ich würde jetzt einfach nur, ziehen Sie sich gerade an und dann treffen wir uns draußen nochmal. Okay? Der Täter wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung an der jungen Schwimmerin verantworten müssen. Auch seine Freundin hat sich wegen der Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht. Ihr Opfer hingegen hat erfolgreich am Wettkampf teilgenommen und sogar den ersten Platz belegt.